So, dann. Newspaper. Will ich gar nicht lesen. Was haben wir hier drüben? Feuerlöscher, Wasserhähne. Sojamo. Da sind wir. Hey, 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 hey. Im Spiegel haben wir sogar Beine. Wenn wir springen, haben wir keine Beine. So, da ist der Günther hinter. Ich möchte aber noch diese Waffenmodifikation mitnehmen. Es ist nur die Frage, was brauche ich nicht? Ich denke, eine Rauchgranate werde ich nicht brauchen. Oder die, ja, ich gucke so die Teile jetzt einfach ab. Was will ich denn mit den Linsen hier? Das Fernglas, ich habe einen Sniper, ich werde jetzt nicht so viel Platz freiräumen. Vielleicht brauchen wir noch was. Nachladen. Ach, geh weg, Günther. Geh weg, Günther. Geh weg, Günther. Ah, nein, Günther verfolgt mich. Nein. Ah, Günther. Oh, verdammt. Nein, Günther, geh weg. Ich fühle mich so von Günther verfolgt. Ah, Günther. Nein. Kann der Günther eigentlich kriechen? Das wäre jetzt mal interessant rauszukriegen. Tschö, Günther. Günther? Ah, Günther. Ja, komm. Glad you're not hurt, Agent. Command should not have left us to be surrounded. Risk is part of the job. I think you lucked out this time. Agent Navarra and I were ready to go in, but for no reason they said pull back. I do not retreat. Please give me a weapon and move out of the way. Ja, also in dem Ton schon mal nicht, mein Freund. First thing is to get you out of here. I'll handle the enemy. Excuse that I have forgotten your brother Paul Denton and the infinite power of nano-augmentation. I just can't spare any arms. Please retreat to a safe location. Go ahead. Advance up the stairs to the command center at the top. I will take my rusty metal bones and sweep away into the junk pile. Sehr gut. Schön, dass du es eingesehen hast. Sieh zu. Junge, du stehst so im Weg. Ist das eigentlich bewusst? Now I see the reason for the pullback. They wanted to show off their new nano-augmentation technology. Ernsthaft? Oh, ich darf dir nicht mehr schießen, den Stinker. Dann kriechen wir, weil ich ja vor Günther wegrennen musste. Ne? Also es ist ja, es geschieht mir ja recht. Es ist, ach, es geschieht mir so recht. Oh, mir ist schon wieder ein Bein kaputt gegangen, wie ich sehe. Ich habe 4 Container, muss wieder heilen. Ich brauche ganz dringend so einen Reparatur, so einen Medibot, ey, sonst. Ja, und es geht jetzt nach oben. Allerdings werde ich noch mal eben kurz hier den Speichermenschen. Das Ganze nenne ich LP-Swap. So, wunderbar. Jetzt waren wieder alle beim Speichern anwesend. Ich hoffe, ihr habt gut aufgepasst. So speichert man. Gucken. Ist da jemand? Ist da jemand? Da ist TNT. Es ist aber keiner mehr da. Ganz nach oben will ich noch nicht. Ach, da vorne läuft das schon, der Free. Ich mach das einfach anders. Ich mach das anders. Ach, geht nicht so weit runter. Anvisieren. Ich hoffe, er kommt jetzt auch da irgendwann um die Ecke gerannt. Weil dann... macht das Boom. Ah, er kommt gut. Und wieder an der Treppe verstecken. Aufs TNT-Teil da, Kistchen zielen und hoffen, dass er dann auftaucht. Ja, ich meine, schöne Gegend hier. Kann man nicht anders sagen. Da kommt er, gut. So, ich hoffe, der geht aber auch nah genug an das TNT, weil... ja, ui. Ui, das hatte ich jetzt auch noch nicht gesehen. Ui, eklig. Gibt's hier noch was zu looten? Hallo? Du hast keine Items gedroppt? Du bist total zersplattert und keine Items? Das ist ja öde. Nochmal eben reloaden. Gucken wir, da hinten ist einer. Da ist noch einer. Dann kreise ich mir den da hinten, denke ich. Anvisieren. Anvisieren. Oh Gott. Muss ich nur schön in die Birne schießen, dann könnte es was werden. Ja, der ist hin. Munition. Danke.
Und nächste Ecke. Niemand da, aber eine Kiste. Dann ist die Kiste auch mal. Oh, Medi-Ding ist schön. Gucken, was wir hier noch so alles finden. Das war jetzt erst der zweite, den wir umgemietet haben. Ne, der erste. Auf der anderen Seite gab es noch einen, aber. Ist das ein TNT? Abwarten. Muss hier rein. Boom! Lad ruhig die Nachsicht, wenn du willst. So. Ja, gute Polizeiarbeit. Sehr gute Polizeiarbeit, muss ich sagen. Kennt man aus Filmserien, das wird halt so gemacht. A shame, isn't it? The French terrorist group Silhouette claims that France was wrong to give the US the statue. We think they planned the bombing. Naja, schön, da liegt der Kopf. Oder ein Teil vom Kopf, der da oben fehlt, wo der Arm geblieben ist. Kann man jetzt wahrscheinlich spekulieren. Ist halt nicht da. So, einen Freak da hinten haben wir noch. Dann müsste alles clear sein. Wir können ja einfach mal, ich meine, weil wir es haben. Nein, ich weiß nicht, wie man zoomt. Bestimmt mit Z oder so. Das war eine falsche Taste. Damit? Damit kann ich irgendwas sagen. Ich möchte aber nichts sagen. Ja, dann nehmen wir einfach die Waffe und gucken einfach mal in die Settings, womit ich denn zoomen kann. Das ist doch viel einfacher, oder? Toggle. Crosshair, Hit Display, Compass, Display. Activate. Nö. Screenshot? Nein. Toggle Scope. Left Bracket. Okay. Wenn ihr das sagt, ich weiß zwar immer noch nicht, was ein Left Bracket ist, aber das sind wahrscheinlich Dinge, die muss ich auch nicht wissen. Mal ein paar Tasten drücken. Nein, falsche Tasten. Left Bracket? Ne, das ist ja, das war ja jetzt. Ach egal, komm. Pistole. Er kriegt ja eh nicht mit, dass hier irgendwer ist. Das ist ja doof, der Typ. Hier bewegt sich nichts. Na, machen wir es doch mal so, komm. Ach, der hat den Bogen. Den Diddy. Hallo? Pff, vor mir weglaufen. Ich glaube, es geht los, ey. Oh, da wäre wieder ein TNT gewesen. Sehr schön. Dann machen wir das doch mal so. What the fuck? Ich wollte eigentlich nur die Aufmerksamkeit, den hier hinterlocken und das TNT zerschießen, aber irgendwie. Ich bin so gut. So, und jetzt gehen wir von innen nach oben. Wir hätten auch von außen drum laufen können, aber das wäre wahrscheinlich so klüger gewesen. Egal. Da ist ein komisches Fässchen. So, und hier oben müssen jetzt gleich irgendwo Leute sein. Und zwar, da ist ein Lloyd. Ich weiß nicht, wie viele hier oben sind, aber es ist gleich hoffentlich einer weniger. Noch jemand? Interesse? So, das Problem ist nur, wir dürfen jetzt hier nur sehr vorsichtig sein. Hallo, habe ich jetzt alles? Gut. Weil normal müsste. Nein, nicht. Mal kurz wegmachen. Ah, da, ich wusste es doch. Da müsste ich nochmal eben ganz kurz speichern, weil das ist immer so eine Sache. Speicherst du schon? Ja, speichern. Weil das ist immer so eine Sache. Man läuft da nämlich hin und dann. Oh, kann man euch diese Gasgranaten deaktivieren und einstecken? Allerdings verfehle ich die immer mal gerne und deswegen speichere ich jetzt hier lieber. So, damit müsste ich jetzt 3 Gasgranaten mehr haben. Ihr verfault schon. Oh, ich habe gerade noch die Darts bekommen.
Dann müsste auch hier oben alles clear sein. Vielleicht haben wir noch ein paar Kisten übersehen. Das können wir noch eben nachgucken. Und dann kläfft der Hund von unserem Nachbarn über uns. Auch schön. Gut, so, ja, dann haben wir alles. Und dann können wir nämlich jetzt schön nach oben marschieren. Wo El Jefe stehen müsste. Gunther has re-established contact. He says you helped him escape. Good work. Ja, immer wieder gerne. Auf mich kann man sich verlassen. Some news, JC. The NSF targeted a shipment of the plague vaccine Ambrosia. We can't locate it. See if the leader will surrender when you reach the command post. We'd like to interrogate him. Ja, ja, natürlich. Warum sollte ich auch Spaß haben und jemanden töten können? Oh, fuck, wir sind immer noch nicht ganz oben, ne? Okay, dann würde ich sagen, leb wohl. Ernsthaft? Alter. Das ist mein anderes Bein total im Arsch, ey. Weil ich ja hier der Rambo bin. Und was skille ich am Anfang? Computer, Schlösser knacken, Elektronik. Was mach ich? Rambo. Das ist echt unglaublich. So. Gucken, ob es hier oben irgendwo noch was gibt. F12. Da hinten liegt was, ich sehe es genau. Schoko, Zigaretten, uninteressant. F12, da. Jetzt gehen wir nochmal eben eine Runde draußen gucken. Da haben wir Fackeln, eine PS20. Interessiert also keinen. Dann geladen habe ich. Na, wir laden einfach. Wir laden immer. Dann. Ja. Easy. We want you to take this one alive and conscious. Find out what you can about the shipment, then turn him over to one of the troopers. Jawohl, Sir. So, wo ist er denn? Hallo. Ich könnte, wenn ich wollte. Will ich aber nicht. Tag. Was liegt da? Fackeln. Nicht hier irgendwas? Nö. Komm nicht dran, schade. Don't shoot. Yeah. I surrender. Yeah, yeah. So you think you know better than FEMA what to do with this month's Ambrosia shipment? You're too late. It's on its way back to the people. And you can't do a damn thing about it. Aha. So, Yep. Tell me about the shipment, and I'll order the troops to pick you up as a prisoner instead of a corpse. Ask away. We already won this round. Where are you taking it? We're just giving ordinary people the same chance to survive as the bureaucrats in Washington. You'll have to unload New York because the choppers would spot you at sea. I think the government made the plague on purpose to get rid of the population growth. Ja, das sagt er. I will pass on your orders to the troopers. Report back to base on the west side of the island. Mission complete. Ja, da sind Troopers. Ja, die FEMA sind also, glaube ich, die, für die wir arbeiten, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall die, die solche, oder die das Ambrosia, diese Heilmittel, verteilen können. Und die NSF verteilen das halt an die normalen Leute, die eben auch was davon haben sollen. Da ist ein Augmentation-Kanister, das heißt, wir brauchen einen Platz. Tja, was hätten wir denn gerne weggeschmissen? Ich denke, Fernglas kann man immer gebrauchen. Multitool Dietrich natürlich, Biozelle unbedingt, die Pistole behalten wir, den Bogen auch, also die Armbrust. Na gut, die anderen Waffen, die sind so riesig, ich weiß nicht, ob ich die später lagern kann, aber jetzt aktuell würde ich sie gern behalten. Gasgranate oder Handgranate, also es ist so eine kleine Mine, die man da aufbauen kann. Oh, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, wir tun jetzt einfach die Gassachen hier weg. Das juckt mir die Gasdinger. Müsste ich das doch da drin haben, oder? Ja. Das
erst Mikrofibralmuskel oder Combat Strength. Das ist also, glaube ich, für die Arme. So. The chief finally let us loose. We were right behind you and cut through them like a hot knife through butter. Ja, ja, ihr habt gar nichts gemacht, weil ihr Lappen seid. Ganz einfach. So, dann sollen wir uns noch mal kurz zurückmelden. Das machen wir jetzt irgendwie gegenüber ein paar Leichen rum. Hab ich natürlich nichts mit zu tun. Wir können auch die Waffe wegstecken, weil es steht eh keiner mehr. Nordseite, 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 Nordseite. Nordseite, kann ich jetzt hier runter, hallo? Gab's hier einen Weg runter? Muss irgendwie runtergehen. Irgendwo gab's eine Treppe, das weiß ich. Da ist die Treppe. Super. So, und dann müssen wir nach da hinten. Oder? Ja, nach da wollen wir. Laufen wir also hier lang, da drauf, drüber. Komme ich denn da auch drauf? Nein, da komme ich nicht drauf. Natürlich komme ich da drauf. Sollte ich auch da drauf kommen? Aber das TNT fasse ich nicht an. Also sprenge ich mich gleich wieder in die Luft. Und mir geht's ja eh nicht so berauschend. Ich habe es auch mal irgendwie geschafft, in dieser Mission schon an das Gewehr von diesen Soldaten zu kommen, von den Troopern. Die haben nämlich voll geile Gewehre, so ein Maschinengewehr, so ein Schnellfeuerteil. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ich weiß, wie ich das gemacht habe. Ich bin ja schlau. 1 und Smash the Date. Leute, ich gebe euch einen Tipp. Steht da. Scheiße! Ich kann die Teile doch nicht anmachen. Ich dachte, ich könnte die Teile jetzt noch anmachen. Die Turrets sind auch komplett weg. Was soll der Müll denn? Das soll meiner verstehen. Egal. Auf zur Kommandozentrale, die da ist. Ja, das war doch eine schön sauber durchgezogene Mission. Also da kann sich keiner beschweren. Es gab auf jeden Fall keine zivilen Opfer. Es sind nur die bösen Terroristen gestorben, die da alle so lustig in der Gegend liegen. Die Messer sehen irgendwie riesig aus. Was willst du machen? Okay, von uns sind halt auch ein paar Leute hier hinten gestorben. Aber ich konnte auch nicht wissen, dass der eine so ein Lappen ist, ey. Ja, da ist mein Bruder mit so einem... Hallo? Was mit dir? Hallo, Paul? 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 Ja, dann rede halt nicht mit mir. Warum auch? Weißt du? Kannst mich mal. Blöd, Mann. Yay, 115 Skillpunkte. Könnte man mal eben kurz gucken, was wir denn jetzt als Skillpunkten haben. Ob wir schon wieder was verkacken. Boah, 1965. Oh, da können wir irgendwas nachher trainieren. Allerdings. War es das für diese Session? Ich meine, die erste Mission ist vorbei. Es war ganz gut. Wir sind nicht gestorben. Wir haben aufgeräumt. Wir haben, wie man sehen kann, unser Inventar super aufgestockt. Wir haben noch 5 Erweiterungen, die wir alle später in eine Waffe noch reinstecken werden. Die müssten wir nämlich jetzt gleich eigentlich bekommen. Wir haben eine Augmentation bekommen. Wir haben, ja, anderes Equipment bekommen. Also Medidinger, Biozellen, Multitool, Dietriche. Also ich würde sagen, es sieht recht gut aus. Wir haben, wie gesagt, überlebt. Wir haben Skillpunkte ohne Ende gesammelt. Das heißt, wir können nochmal schön was skillen. Vielleicht sogar was Kleines. Medizin zum Beispiel, schwimmen, obwohl, ich will ja nicht schwimmen, die Rifle könnten wir, also für die Sniper Rifle könnten wir gucken. Ja, wir werden es beim nächsten Mal halt sehen und werden dann auch zu unserem Debriefing gehen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, haut's rein!